Hallo liebe Biker, sind wieder Paul und der Frank. Wir wollen euch heute unseren Lichtsensor vorstellen und natürlich nicht nur vorstellen, auch wieder montieren. Diesen Lichtsensor braucht ihr immer dann, wenn ihr ein Tagfahrlicht von uns montiert habt und die Umschaltung ganz einfach haben wollt, zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht. Die Montage seht ihr jetzt. Viel Spaß! Hier könnt ihr alle Teile sehen, die ihr für diesen Umbau benötigt. Alle Links setze ich euch in die Videobeschreibung. Als allererstes bauen wir den Originalscheinwerfer der BMW R9T aus. Nun tauschen wir den Originalscheinwerfereinsatz gegen den Typ 4 von der Firma Highsider aus. Wir befestigen den Typ 4 Scheinwerfer mit den Originalklammern. Nun bauen wir uns den ersten Adapter. Hierzu löten wir einen 220 Ohm Widerstand in das Standlichtkabel ein. Aber Achtung, das ist nur bei unserer BMW R9T ein genau 220 Ohm Widerstand. Das kann bei eurem Fahrzeug etwas anders sein oder ihr braucht gar keins. Das müsst ihr vorher testen. Den Widerstand bauen wir natürlich ein, damit wir später keinen Fehlercode im Tacho haben. Jetzt isolieren wir nur noch das Kabel richtig und dann geht's weiter. Jetzt bauen wir das nächste Adapterkabel. Zuerst suchen wir uns das blaue, ein schwarzes und das grüne Kabel heraus. Kürzen die Kabel so, dass wir sie später gut verlegen können. Diese drei Kabel verbinden wir mit dem weiblichen 3-Pin-Stecker. Für die Verbindung verwenden wir hier Lötverbinder. Die sind optimal, da sie innen löten und außen gleich isolieren. Natürlich könnt ihr hier auch ganz klassisch löten und richtig isolieren. Nun sucht ihr euch das lila-schwarze, ein weiteres schwarzes Kabel und das orangene Kabel heraus. Diese drei Kabel verbinden wir mit dem männlichen 3-Pin-Stecker. Nun geht es weiter mit dem rosanen Kabel, dem braunen und dem weiteren schwarzen Kabel. An diese drei kommen drei weibliche 3,5 mm Bullpins. Nun suchen wir uns das gelb-grüne Kabel raus. An das kommt ein männlicher 3,5 mm Bullpin und in unserem Fall auch an das rote Kabel. Damit können wir es einfach an unsere Versorgungsspannung anklemmen. Ihr könnt das Kabel auch direkt an die Sicherung anschließen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Jetzt gehen wir zum Fahrzeug zurück. Nun schließen wir das rote Kabel direkt an der Batterie an. Achtung, hier kommt die Sicherung rein und verlegen das Kabel nach vorne zum Scheinwerfer. Nun montieren wir den Lichtsensor. Die Position des Lichtsensors ist sehr wichtig. Wir haben uns dafür entschieden, den Lichtsensor genau neben den Tacho zu montieren. An dieser Position kann der Fahrer nicht stören und der Sensor ist so gut geschützt, dass kein Fremdlicht ihn unbeabsichtigt umschalten lassen kann. Auf das müsst ihr auch ganz dringend achten. Beim Kabelverlegen vom Lichtsensor müsst ihr natürlich darauf achten, dass jetzt beim Lenken das nicht zu sehr gespannt wird. Nun können wir mit der Montage beginnen. Als allererstes schließen wir den Standlichtadapter an. Nun schließen wir den 3-Pin-Stecker an das Fahrzeug an. Jetzt verbinden wir den Lichtsensor mit unserem gebauten Kabelbaum. Jetzt können wir uns den vorbereiteten Scheinwerfer holen. Auch hier schließen wir den 3-Pin-Stecker an und auch das Kabel für das Tagfahrlicht und das Abblendlicht. Die genaue Belegung schaut euch bitte in der Bedienungsanleitung an. Hier blende ich die euch nochmal schnell ein. Nachdem wir jetzt alles angeschlossen haben, überprüfen wir jetzt, ob alles so funktioniert, wie wir das möchten. Hierzu starten wir den Motor. Um den Lichtsensor zu testen, leuchten wir mit einer sehr starken Taschenlampe auf den Lichtsensor und decken ihn immer wieder ab. Jedes Mal, wenn wir den Lichtsensor abdecken, muss der Scheinwerfer von Tagfahrlicht auf Abblendlicht umschalten. Hier könnt ihr sehen, wie es aussehen sollte. Wenn das nicht klappt, braucht ihr wohl eine stärkere Taschenlampe. Bei uns hat der Funktionstest 1A funktioniert. Deswegen können wir jetzt mit der Montage am Fahrzeug beginnen. Wir haben uns dafür entschieden, die Steuerbox unter den Tank zu verlegen. Da haben wir genug Platz für die Kabel und so. Bitte achtet darauf, dass der Sensor und die Steuerbox nicht an heißen Bauteilen montiert werden darf. Auch manche der Scheinwerfer können sehr, sehr warm werden. Jetzt möchte ich euch erklären, wie ihr den Sensorwert verändern könnt. Für die Programmierung stellt ihr das Fahrzeug draußen bei vollem Sonnenschein auf
Nun haltet ihr einfach ein zusätzliches Pluskabel, wir holen es direkt von der Batterie, an das graue Kabel für ca. 10 Sekunden. Die Programmierung war erfolgreich, wenn der Scheinwerfer zweimal zwischen Abblendlicht und Tagverlicht hin und her schaltet. Nun könnt ihr testen, ob die Sensibilität des Sensors euren Wünschen ausreicht. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr diese Programmierung so oft wiederholen, bis ihr zufrieden seid. Trotzdem solltet ihr vor jedem Fahrtantritt schauen, ob alles funktioniert, wie es soll. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie der Lichtsensor arbeitet. Hierzu starten wir den Motor wieder. Jetzt ist es noch relativ hell, dank unserer Videobeleuchtung. In dem Moment, wo wir unsere Filmbeleuchtung ausschalten, schaltet der Scheinwerfer automatisch von Tagverlicht auf Abblendlicht. Somit funktioniert alles, wie wir das wollen. Jetzt kommt noch ein Test, der sicherstellen soll, dass der Scheinwerfer nicht einfach von Abblendlicht auf Tagverlicht umschaltet. Hierzu müsst ihr das Fahrzeug in einen dunklen Raum stellen und dann mit einer sehr starken Taschenlampe den Test durchführen. Als allererstes müsst ihr natürlich checken, ob die Taschenlampe es schafft, den Lichtsensor auszulösen. Mit der Taschenlampe leuchten wir auf der Höhe eines anderen Verkehrsteilnehmers auf den Lichtsensor. Jetzt darf der Scheinwerfer nicht umschalten. Wenn das der Fall ist, bitte verlegt den Lichtsensor an eine andere Position. In unserem Fall hat alles gepasst. Die Lichtsensorbox kann in zwei verschiedenen Varianten angeschlossen werden. Entweder mit Coming-Home-Funktion oder ohne. Wir haben es mit Coming-Home-Funktion angeschlossen. In dem Moment, wo der Lichtsensor erkennt, es ist dunkel und die Zündung wird ausgeschaltet, wird das Tagverlicht mit ca. 30 Sekunden aktiviert. Eine letzte Sache noch. Falls ihr wissen wollt, wann das Tagverlicht aktiv ist, könnt ihr das ganz einfach, indem ihr eine zusätzliche Kontrollleuchte an das weiße Kabel anschließt. Dann leuchtet die Kontrollleuchte immer dann, wenn das Tagverlicht aktiv ist. Somit habt ihr immer alles im Blick. So Biker, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Tipps und Tricks zeigen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal, da kriegt ihr alle Videos gleich mit. Ciao. Tschüss.